Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Union hat hier in gleich drei Texten, aka Anträgen, beschrieben, dass es ihr nicht gut geht. Also, die Union hat Probleme mit Gegenwart und Vergangenheit. Gegenwart, es geht um Euro 7, und den Vorschlag für diese Norm hat Frau von der Leyen gemacht. Die ist bekanntlich aus der Union. Das immer wieder zu verdrücken, ist doch interessant. Mit der Vergangenheit, Stichwort Dieselgate, Stichwort Verbrenner aus. Herr Söder hat für das Jahr 2020 ehedem das Verbrenner ausgefordert. Ein Söder, zwei Meinung, aber auch das blenden Sie aus. Aber weiter. Die Union hat Probleme mit guter Luft und gesunder Umwelt. Denn genau darum geht es bei Euro 7, um bessere Luft statt Auspuffliebe. Und dafür geht es eben um realistische Testbedingungen statt Dieselschummel. Aber weiter. Die Union hat Probleme mit der Realität, mit Fakten. Zum Beispiel behaupten Sie in einem Ihrer Anträge, dass es keine Förderung für alternative Techniken gibt. Entschuldigung, 2021 bis 2024 1,54 Milliarden Euro für Wasserstoffförderung und E-Fuels. Und da sagen wir auch ganz klar, wir brauchen E-Fuels, zum Beispiel für die Luftfahrt, für die Schiffe. Dazu gibt es eine PTL-Roadmap, dafür brauchen wir Anlagen und nicht nur Gequatsche. Ja, das ist das Ziel, das ist die Richtung. Ich sage aber auch bei E-Fuels, die sind bislang im Labormaßstab vorhanden. Das ist eine Phantomdebatte. Und wenn Sie dann, und das werden wir ja gleich wieder hören, das Lied von der Technologieoffenheit singen, dann sei auch der Union noch mal gesagt, was in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland passiert ist. Wir haben bei der Bahn 2700 Kilometer Schiene verloren und bei der Straße 2000 Kilometer Autobahn dazugekommen. Das ist, wenn man auch noch überlegt, wie das passiert ist, nämlich dass doppelt so viel Geld für die Straße wie für die Schiene eingesetzt wurde, ist das alles andere als technologieneutral. Ich mache noch ein weiteres Beispiel, damit es klarer wird. Wenn ich das Wort Lastenrad erwähne und das in den Kontext mit Technologieoffenheit stelle, dann weiß ich sofort, dass der Kollege Ploss anfängt zu grinsen, weil er überhaupt nicht sieht, dass es da um Technologieoffenheit, um Industrie, um Gewerbe, um Mittelstand, um Wertschöpfung geht. Da ist einfach null Wertschätzung für diese von Ihnen immer wieder so ins Feld geführte Technologieoffenheit vorhanden. Ganz im Gegenteil. Weil Esel immer keine Technik sind, sondern Natur. Aber gut, da gab es einen Zwischenruf, warum wir nicht auch Esel damit einbeziehen. Manchmal fragen ja auch Esel selber solche Fragen. Egal. Die Union hat ein Problem mit der eigenen Rolle. Statt zu zeigen, was man in Kommunen, in Ländern, gemeinsam in Koalitionen hinbekommt, die eigene Verantwortung aufzuzeigen, wird krakelerisch Angst verbreitet, Jobverlust und Ähnliches in den Raum gestellt. Warum? Es wird weiter gesagt, dass die neuen Autos durch die Euro-7-Norm extrem viel mehr kosten würden. Die Europäische Union, Frau von der Leyen, noch mal als Erinnerung, redet von 100 bis 150 Euro für ein Neufahrzeug. 100 bis 150. Euro. Und da machen Sie jetzt die große Show draus. Das ist nicht die Union, wie wir sie mal zu Helmut Kohl-Zeiten, zu Angela Merkel-Zeiten, zu den guten alten Zeiten aus Ihrer Perspektive kennengelernt haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wer zu lange am Auspuff klebt, dem ist schwer zu helfen. Lassen Sie los. Sie schaffen das. Wir helfen Ihnen dabei. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Christoph Ploss für die CDU-CSU-Fraktion.